Hallo und herzlich willkommen zu einem Ratgeber zu unseren Backenfuttern. In diesem Video stellen wir euch die verschiedenen Arten von Backenfuttern in unserem Sortiment vor und zeigen euch, welche Werkstücke ihr jeweils damit einspannen könnt. Bei Paulimod gibt es drei verschiedene Arten von Backenfuttern. Schauen wir uns zuerst die zentral verstellbaren drei Backenfutter genauer an. Sie eignen sich einerseits zum Einspannen von runden Werkstücken und andererseits zum Einspannen von regelmäßig geformten drei- oder sechseckigen Werkstücken. Die Backen sind zentral verstellbar, was bedeutet, dass sich alle Backen gleichmäßig bewegen. Das eingesetzte Werkstück wird somit immer zentral eingespannt. Schauen wir uns das Einspannen von Werkstücken praktisch an. Wir drehen die Backen mit einem Schlüssel auf und können hier schön sehen, wie sich alle drei Backen gleichzeitig öffnen. Dann setzen wir ein rundes Werkstück ein, drehen die Backen wieder zu und haben es somit zentral gespannt. Hier sehen wir, wie sich das Backenfutter mit dem Werkstück auf der Drehmaschine dreht, wobei das Werkstück zentriert auf Spindelmitte läuft. Es können auch längere Werkstücke im Backenfutter eingespannt werden. Wie wir hier sehen können, laufen diese dann durch den Durchlass des Backenfutters und durch die Spindelbohrung an der Drehmaschine. Somit können wir den vorderen Teil des Rohres trotz seiner Länge präzise bearbeiten. Neben runden Werkstücken können wie erwähnt auch gleichmäßig geformte, eckige Werkstücke zentral eingespannt werden. Hier sehen wir ein sechseckiges Werkstück als Beispiel. Unsere zentral verstellbaren vier Backenfutter funktionieren nach dem gleichen Prinzip wie die drei Backenfutter. Auch hier sind die Backen zentral verstellbar und bewegen sich alle gleichmäßig. Das Werkstück wird ebenso zentral eingespannt. In diese vier Backenfutter können wir zum einen runde Werkstücke und zum anderen gleichmäßig geformte Werkstücke mit vier und acht Ecken und so weiter einspannen. Auch hier schauen wir uns an, wie das Einspannen von Werkstücken praktisch funktioniert. Wir drehen die Backen wieder mit einem Schlüssel auf und sie öffnen sich gleichmäßig. Dann setzen wir ein rundes Werkstück ein, drehen die Backen wieder zu und haben das Werkstück somit perfekt zentral gespannt. Wie erwähnt, können hier auch gleichmäßig geformte, viereckige Werkstücke eingespannt werden. Hier sehen wir als Beispiel ein Vierbackenfutter, in welches ein quadratisches Werkstück eingespannt ist. Bei den vier Backenfuttern mit einzeln verstellbaren Backen ist sowohl ein zentrales als auch ein dezentrales Einspannen des Werkstücks möglich, da sich die Backen jeweils einzeln individuell verstellen lassen. So können neben runden und gleichmäßig geformten auch ungleichmäßig geformte vier- und achteckige Werkstücke eingespannt werden. Schauen wir uns an, wie das praktisch funktioniert. Wir setzen ein rundes Werkstück ein und ziehen die Backen jeweils einzeln fest. Somit haben wir das Werkstück dezentral eingespannt. Dies findet beispielsweise beim Fertigen von Exzenterwellen Anwendung. Hier sehen wir ein weiteres Beispiel. Wir haben ein rechteckiges Werkstück dezentral in das Backenfutter eingespannt und können so dezentrale Bohrungen anfertigen. Werkstücke können in unseren Backenfuttern aber nicht nur von außen, sondern durch die Stufenbacken auch von innen gespannt werden. Das bietet sich vor allem bei Werkstücken mit einem größeren Durchmesser an. Hier sehen wir ein Rohr, das wir auf das Backenfutter aufsetzen. Anschließend ziehen wir die Backen fest und das Rohr sitzt zentriert auf dem Backenfutter auf. Der Vorteil beim Innenspannen ist, dass so die gesamte Fläche eines Werkstückes bearbeitet werden kann, da keine Backen von außen im Weg sind.
Hier sehen wir, wie sich das von innen gespannte Werkstück zentral auf dem Backenfutter dreht. Die Spannbereiche der Innen- und Außenbacken sind bei unseren Backenfuttern zur Orientierung mit angegeben. Um ein Backenfutter auf eine Drehmaschine zu montieren, wird in manchen Fällen ein Montageflansch benötigt. Hier arbeiten wir mit der Drehmaschine PM190V. Für die Montage eines Dreibackenfutters brauchen wir zwar keinen Montageflansch, bei den einzeln verstellbaren Vierbackenfuttern allerdings schon. Diese drei Löcher am Montageflansch dienen zur Befestigung des Montageflansches an der Spindel der Drehmaschine und diese vier zur Befestigung des Backenfutters am Flansch. Wir lösen zunächst die Schrauben des aktuell auf der Drehmaschine befindlichen Dreibackenfutters und entfernen sie. Dann lösen wir das Backenfutter mit Hilfe eines Gummihammers vorsichtig ab und können es anschließend abnehmen. Dann können wir mit Hilfe des Montageflansches das Vierbackenfutter montieren. Anschließend wollen wir wieder das Dreibackenfutter montieren. Um eine hohe Rundlaufgenauigkeit der Spindel zu gewährleisten, sind sowohl auf der Spindel als auch auf dem Futter Markierungen eingelassen. Somit können wir bei der Montage Spindel und Futter wieder genau aufeinander ausrichten. Ist die Markierung nicht vorhanden, können wir uns auch mit einer manuellen Kennzeichnung, beispielsweise mit Hilfe eines Markierstiftes und eines Körners, behelfen. Wir setzen das Futter in der richtigen Position auf die Spindel auf, ziehen es fest und achten dabei auf eine saubere Positionierung. Statt den standardmäßig im Backenfutter eingesetzten Backen können auch weiche Backen eingesetzt werden. Diese weichen Backen haben den Vorteil, dass sie direkt bearbeitet werden können. Dabei ist es wichtig, die Standardbacken zu markieren, bevor wir sie herausnehmen, damit wir wissen, an welche Stelle sie dann später wieder eingesetzt werden müssen. Die Markierungen sind entweder schon eingekerbt oder können manuell mit einem Markierstift gekennzeichnet werden. Dann drehen wir die Backen hier am Beispiel des zentral verstellbaren Dreibackenfutters auf und bauen die Backen aus. Hier sehen wir, wie sich die für die zentrale Spannung zuständige Spiralscheibe im Inneren des Backenfutters dreht. Auch auf den weichen Backen ist eine Markierung vorhanden, an der wir uns beim Einsetzen orientieren können. Dann können wir die weichen Backen nacheinander einsetzen und dann zentriert festspannen. Auch für unsere Teilapparate haben wir 3 und 4 Backenfutter im Sortiment, die auf den Teilapparaten gespannt werden können. Hier ist es immer notwendig, Montageflansche zu verwenden. Das war unser Video zu den Backenfuttern. Wenn ihr Fragen zum Video habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Mehr zu den Backenfuttern findet ihr in unserem Shop. Die Links dazu gibt es unter dem Video.